ist dadurch. Das ist. Ich glaube, es hat sich gerade einer aussortiert. Ich bin gerade ein bisschen baff, weil unser Auto, was wir gerade eigentlich kaufen wollten und angucken wollten, was eigentlich der beste von allen, glaube ich, war, ist gerade kaputt gemacht worden. Und zwar ist hier gerade einer beim Abbiegen mit dem Super Dolly dagegen gefahren. Also wir kommen hier an, no joke, und der Typ fährt genau gegen die Karre. Gegen das eine Auto, was wir haben wollen. Kotflügel, ich habe schon gesehen, Kotflügel, Stoßstange und Blinker am Arsch und Scheinwerfer. Jetzt seid ihr übrigens live dabei, wenn wir hier Autos kaufen. Die Jungs haben alles schon bereitgestellt. Mindestens wollen wir jetzt verhandeln und gucken, was dabei rauskommt und Probe fahren und besichtigen. Und zwar haben wir uns jetzt rausgepickt, M5, 124er. Eigentlich noch ein zweiter 124er, da weiß ich jetzt nicht, wo der steht. Ist der hier vorher auch schon dagegen gefahren? Der scheint wahrscheinlich genau denselben Schaden gehabt zu haben. Eigentlich noch einer. Ne? Es waren zwei silberne, ein grüner und der grüne in Alexandrit-Grün war eigentlich der schönste. War. War. A little bit damaged now. Ja, no problem. You have three 124, where's the other one? This is one, this is one. Two. And three. Yeah, no, you have two, three. I have now only two this station. Ah, only two, okay. Yeah, yeah. Einer angefahren, der andere verkauft. Super. Gefällt mir schon wieder. Hier fehlt der Blinker, Kollege. Hier fehlt eine Zierleiste. Warum mich das an den Dingern interessiert, muss ich aufpassen, dass du hier nicht reinfällst. Weil ich glaube, dass der 124er das Auto wird, was man als Youngtimer, als 320er mit 220 PS übrigens, mal einen kompletten Hype erleben wird, denke ich. Schade, es gab eigentlich noch einen Sportline, da war hier das Dach komplett verbrannt, leider. Mhm. Der hatte aber halt volle Sportsitze drin, komplett. Und das Sportfahrwerk und so weiter. Ne? Der war cool, ja. Ja, ja. So, wir gucken mal. 124er hat ja so die klassischen Probleme. In erster Linie natürlich Rost. Dann rauchen ab und zu mal Zylinderkopfdichtung ab und sowas. Oder kettenlängs sich mal. Aber das ist wirklich sekundär. Mal gucken, ob der heiß ist, der Kriebel. Ich finde, das hier gefällt mir gut. Ja, das ist irgendwie wie so. Sowas habe ich auch noch nie gesehen. Das kenne ich aus der Küche. Ja. Ist der Dampf drauf, bumm, nur witzig. Da kenne ich jemanden, der hat da, ich sag's dir, den Deckel haben wir nie wieder gefunden. Der Ausgleichsbehälter wäre, meiner Meinung nach, ist der leer. Ja, ist ein gutes Zeichen, oder? Kann man kaufen. Ja, ich würde den mitnehmen. Ja, also ich sehe jetzt erstmal nichts. Das ist schlecht. Ist natürlich schlecht bei der Hitze, ne? Ja, sehr schlecht. Ja, gut, ganz ehrlich, für die Leute, die jetzt zum Beispiel Schiss haben wegen Sand und Staub und so weiter. Im Regelfall ist das so, die Autos kommen aus Japan hier rein. Da kommen die auf den Trailer hierher, werden hier abgekippt. Dann werden die hier eingepackt und das war's. Also die Autos fahren hier im Regelfall vielleicht in Summe vielleicht 200 Meter. Das sind ja keine GCC-Cars, das wird hier unterschieden. Öl sieht aber gut aus, hat noch eine schöne goldige Farbe und ist auch zwischen mir und Max alles noch. Mhm. Und der Ölstab ist schweineheiß. Hier wird also unterschieden zwischen GCC, das ist also quasi das, was hier für den Markt produziert wurde, was hier gelaufen wurde. Dann Japanese, also Japanese Spec, das ist also Japan-Import und US und European. Mhm. European ist aber eher selten. Das heißt also, bei einem Japaner hast du eigentlich wenig Stress wegen Import, wegen der Zulassung. Es gibt aber auch Möglichkeiten, der hat sogar E-Prüfzeichen schon in den Scheinwerfern drin. Sehr gut. Na, also hier brauchst du erstmal nichts machen, außer einen neuen Blinker einbauen und ein paar Kleinigkeiten machen. Ich meine, das Auto ist ein 94er, wir müssen jetzt eben mal gucken. Übrigens C5, der Anfangsbuchstabe ist quasi die erste Zahl im Alphabet, also für Analphabeten, würde ich es mal kurz erklären. A ist 1, B ist 2, C ist dann also 3 und das heißt also 35.000. Das heißt, wir haben das C nochmal ausgetauscht. Sag ich dir, wie ist es hier? Da stand ein B. Ja, ja. Hat es nochmal teurer gemacht, ja, ich denke auch. Ansonsten, was haben wir jetzt hier drin? Ich finde eigentlich ganz geil. Hier ist noch Spiegelglas, Blinkerglas. Und weißt du, was hier der Standardspruch ist? Brother, I give you a good price. Brother, I give you a very good price. Mal gucken, vielleicht klappt's ja. Ansonsten, Innenzustand finde ich eigentlich ganz gut. Das Holz ist ein bisschen gerissen hier, ne? Ja, der Klassiker. Um die Schaltkonsole herum, er hat eine Klimaanlage. Hier hinten drin ist ein bisschen der Niffi kaputt, das Lenkrad. Hat auch ein paar Risse drin hier oben. Ne? Gehört hier aber ohne rein, hat irgendeiner umgebaut. Mittelarmlehne ist da, funktioniert auch noch. Ist dann schon die Modellpflege mit zwei Airbags drin. Ne? Eigentlich ganz geil, oder? Ja. Wir messen mal eine Runde durch. Hier oben sieht es ein bisschen wild aus. Da hat man schon mal irgendwas gemacht, was ganz wild ist. Hier fliegt auch ein bisschen Lack. Hier ist auch wellig. Hier ist wellig, hier kommt der Lack auch hoch. An der Reling hier, ja. Ja, Dach schon mal gemacht, ne? Wie zu erahnen. Und das ist halt semi-geil gemacht. Intern ist eigentlich geil vom Zustand, aber der Preis passt jetzt hier nie. Over there, gehen wir mal zum Grün. Den hat er jetzt richtig ne? Scheiße. Ja, Stoßstange auch.
Ja, yeah. Yeah, I know. I was there. Der war eigentlich vom Zustand her der schönste, sag ich euch so, wie es ist. Jetzt nicht mehr. Memory-Sitz hat der noch mit dabei. Das ist krass eigentlich, ne? Das ist, glaube ich, relativ selten. Das ist sehr selten, ja. Mit elektrisch und so, das ist schon wirklich, wirklich selten. Ich finde die Farbe am geilsten. Ja. So, jetzt brauchst du hier einen neuen Kotflügel, eine neue Stoßstange. Und du brauchst jetzt gar nicht auf die Idee kommen, dass die das jetzt für dich reparieren. Das sieht dann so aus, als hätte ich das gemacht mit 3 Ominen im Turm. So. Also du kriegst den jetzt geschenkt, ne? Also mit dem Schaden, no joke, ich schätze den Schaden ein. Also wir brauchen einen neuen Kotflügel, wir brauchen eine neue Stoßstange, weil die ist hin. Gut, der Blinker kostet nicht die Wucht, müssen wir gucken, was mit der Lampe ist. Aber ich sag dir so, wie es ist, das sind 2 Mille mindestens. Kotflügel kriegst du noch von 124 original Mercedes-Benz. Der war nämlich übrigens nachlackierungsfrei, perfekt. Vor allem haben die sich hier kurz die Hände geschüttelt, ne? Ja. Und der ist wieder abgefahren. Ja, was machen wir jetzt? Was sagst denn du, Jürgen? Bin ich jetzt nicht so überzeugt von der ganzen Geschichte. Ja, mal den Motorraum angucken und so, ne? Ja. 7-Sitzer, cool. Das ist cool. Was ist denn das? Hier ist Wasserfeuchtigkeit gewesen. Irgendwie ist mal nass gewesen. Das ist Schimmel. Okay. Das ist Schimmel so aufgehäuft? Ja, oder ist das Koks? Nee, das ist kein Schimmel, Entschuldigung. Das ist irgendein Salz oder irgendein Scheißdreck, ne? Sieht lecker aus, oder? Oh, gut. Da hat sich dann auch wieder erledigt. Da hat sich eigentlich schon fast erledigt, ja. Da habe ich gar keinen Bock drauf, dass der Scheibenrahmen. Ja, vor allem dann durch. Sieht ja überall so aus, wahrscheinlich. Scheiße, ja. Deswegen, dieses Ding kommt ja auch aus Japan, ne? Wer denkt hier, Japan, very good car. Hier auch das gleiche Spiel. Very good car. Very good car from Japan. Brother, I give you very good price. Scheiße. Ja. Gut. Also das Ding wäre dann nur für eine ganz schmale Tüte. Hat der Wasser drin? Ja. Da ist Wasser drin, würde ich sagen. Sieht man schon. Ja. Und fass es bloß nicht an, ist alles Arschheiß. Öl ist drauf. Öl sieht auch noch schön aus von der Farbe her. Also Ölwechsel erst gemacht offensichtlich oder nicht viel gefahren seitdem. Hier sieht auch der Schlossträger besser aus, weil der war drüben verrostet. Ja, der war drüben völlig vergammelt, weil der schon mal bearbeitet wurde. Mhm. Hier drüben ist alles noch clean. Ne? Drüben hat der hat schon mal eine Klatsche gehabt und da hat man schon mal geduscht drüben. Ne? Schade. Ein Satz mit X, das war da nichts. Zumindest mit den 124ern, weil der ist eigentlich raus. Normalerweise gammeln die dann, müssen wir das Reservoir rausheben und dann gammeln die hier wahrscheinlich, wenn das hier oben am Scheibenrahmen schon so schön gammelt, gammelt sie unten drin wahrscheinlich auch. Das denke ich auch. Voll gekracht mit schönen Sachen, die das Leben lustig machen, hinein ins DRG-Weekend. Ab sofort den wilden Scheiß mit 64 GB. Nur solange der Vorrat reicht. Los, du Hexer, steig auf deinen Besen. Wir sitzen hier bei, wie heißt denn du eigentlich genau? Hallo, herzlich willkommen bei der Autogesellschaft. Ich wünsche euch... hier, da, dort, alles scheiße, Dreck, Mist, Müll. Ich glaube, die hatten diese Woche Urlaub, da niemand und da keiner. Die lachen hier alle. Wir mussten jetzt die Kamera tauschen, weil die große die Hitze nicht aushält. Die hat jetzt hier nach einer guten Viertelstunde, 20 Minuten einfach überhitzt und gesagt, ciao, kein Bock mehr. Jetzt Versuch Nummer 3, nachdem 1 und 2 leider ausgeschieden sind. BMW M5 V10 aus Japan. Scheibe ist vorgetönt, so wie ich das gehört. Rücklichter sehen irgendwie getönt aus, würde ich sagen. Da ist irgendeine Folie drauf. Ne? Das müsste eigentlich ein Japan-Import sein, oder zumindest war es so gesagt. Ich meine, so ein Rücklicht für den E60 kriegst du ja wirklich geschenkt. Ja. Ja, aber das, ich glaube generell, wenn das Plastik dann einfach spröde wird. Ich meine, das Auto ist aus 2005 oder 2006, das ist halt einfach wirklich auch schon ein altes Auto. Ne? Steht auch schon länger in der Sonne. Ne? Ja, steht schon eine Weile hier, ja. Wir fangen jetzt mal an hier, mal Lackschichten durchzugucken, dann Federspeicher auslesen, die Scheinwerfer kannst du wahrscheinlich austauschen, würde ich sagen, wenn ich das hier so sehe. Ja. Kannst du die weghauen, die Dinger. Vielleicht kann man die auch nochmal aufarbeiten lassen, muss man sowieso umbauen. Da kannst du wahrscheinlich auch einfach neue kaufen, weil ich denke mal vom E60 mit Big Xenon, weiß nicht, was die kosten, vielleicht 1500 Bäde, neu. Dann hast du aber neue Hellas drin. Die Felgen lackieren und dann sieht das Ding, glaube ich, erstmal ganz gut aus. Ne? Wir messen jetzt mal drumherum. Ich habe schon gesehen, dass vorne die Stoßstange mal geduscht wurde. Die sieht auch ein bisschen wild aus. Das sehe ich sogar mit meiner Sonnenbrille. Ja, um die 200 hier. Hier sind es 500 gewesen, hier unten am Seitenteil. Gut, naja, also damit kann man noch leben, was ich jetzt hier so sehe. Ist alles so um die 200. Geht noch, ne? Seitenteil hinten links. Kann natürlich sein, wenn das eine Sonderfarbe ist, ne? Dass das hier um die 200 normal ist. Dann ist hier, wenn dann, lediglich das Seitenteil geduscht mit 280, 300. Und hier unten am Rathaus geht es runter auf 350. Und hier haben wir 1,6 mm getroffen, ne? So, Spritz drin. Öl, einfach schon irgendwie 70 Grad.
So, der Dude kommt mit. Klimaanlage scheint aber zu funktionieren. Sitzheizung merkst du jetzt eh nicht, weil es ist auch scheiße. So, Federspeicher leuchtet, also zumindest erstmal im Kombi-Instrument leuchtet erstmal farbig. Also der 124 is not for us good and also the other one is also not good. Yeah. With the damage. What's the best price with the damage for the green one? Uh-huh. What do you think? First you check, we sit together, make the Ah, okay, gut. Okay. Das sagt ihr ganz ehrlich, ne? Wenn einer über uns sagt, dass wir Verbrecher, oder nicht Verbrecher, aber dass wir abgewichst werden, dann komm mal hierher und kauf hier mal ein Auto. Ja. Da weißt, da lernst du, was abgewichst ist, mein Lieber. Will you check the failures? Ja. In the ECU? Jetzt macht er auch was, das sind zwei grüne Lampen da. Also irgendwie scheint das mit dem Bluetooth nicht so richtig hinzuhauen. Da müssen wir bei BMW nochmal abfragen, ob da irgendwas bekannt ist, weil die Jungs sind hier auch nicht gerade ungeübt in Kilometer drehen, sagst du so, was ist. Mhm. Ja, es liest aus, ne, der Kamerad. Wir machen jetzt Lesen, Löschen, Fahren und dann gucken wir nochmal rein. Das Problem ist, dass meine Ansprüche, seitdem ich hier, also wo wir früher hier Autos gekauft haben, ist mein Anspruch auf jeden Fall also mindestens um ein Drittel gestiegen. Mhm. Wo ich früher gesagt habe, er kommt drauf geschissen, weil aber auch, das ist ja das, was der Kunde dir gibt, das gibst du ja auch weiter. Sieht ja gut aus, ne? Fehler. SMG, DSC, Motor, da ist alles am Start, ne? Sehr schön. Da kannst du dich schon mal frisch machen, das Ding ist voll bis oben hin. Ja, Motorelektronik 5 Fehler, SMG 3 Fehler, DSC Fehler, Sicherheitsinformationsmodul Fehler, Kombi-Instrument Fehler. Ich gehe mal auf schnell löschen, ich schaue jetzt mal alles raus. Ja, viel Zeit haben wir eben nicht, weil das Area ist einfach so riesig und die ganzen Guppies, die ganzen Händler inserieren halt leider ihre Autos oftmals nie. Und es ist halt so relativ mühselig, weil du überall hinrennen musst und fragen. Ne? Ja, kannst du gar nicht so gut vorsichtig, du siehst hier no. Was. Da hat ja einer geschrieben, musst du irgendwie 5 Mann hinschicken, der das dann alles für dich machen und so. Und er klar, okay, guter Vorschlag. Dann hole ich mir irgendwie 5 Pakistani, die schule ich dann vorher, dann lerne ich die an, und weil die gehen natürlich ganz anders ran. Und jetzt 5 Deutsche beschäftigen, die hier Plan haben und dann den ganzen Markt scannen, dann kannst du es einfach auch gleich lassen, weil es einfach dann preislich inflationär wird, meiner Meinung nach. Das kann und will niemand bezahlen. Die müssten so alle hier hackern, die müssten hier irgendwie eine Woche bleiben. Das ist erstmal soweit, so würde ich sagen, alles raus. Aber der hat immer noch einen Fehler in der integrierten automatischen Heizung, Klimaanlagenkontrolle, irgendwas. Da ist noch einer drin, alle anderen sind erstmal raus. Ne? Ja, dann drehen wir mal eine kurze Runde. Ne? Ja, ist jetzt die große Preisfrage, Jungs, Mädels. Schreibt mal in die Kommentare. Ne? M5, taugt was oder taugt das nichts? Mal gleich sehen, wie es SMG schaltet. So vom Fahrverhalten, da macht er einen ordentlichen Eindruck. Ne? Schaltet oder sauber das Getriebe? Man müsste aber eben jetzt unter Last mal, ne? Ja, und die durchschalten. Schaltzeiten oder ob das Schaltzeiten mal verstellen. Okay. Wir machen mal die knackigste Schaltzeit rein. Wir gehen mal in den M-Modus rein, weil das ist jetzt alles Pussy-Modus, was wir gemacht haben. Es wird natürlich auch viel aggressiver, das merkt man natürlich auch am Gas. Also am Befehl, dass das Ding viel saftiger dranhängt. Jetzt komm, gib Gas, du Wichser! Gib's mir endlich! Könntest du natürlich auch nicht übertreiben hier, ne? Wir starten dann von hinten noch einmal kurz, ne? Ja, das Ding hat schon Leistung. Okay. Und das mit dieser Dreckssoße, die hier drin ist, ja. Und bei über 40 Grad Außenlufttemperatur. Und der ist gerade richtig da gewesen, der Kollege, ne? Ich sage ab 5 Kunde. Und das ist das, was so ein scheiß M5 einfach richtig geil macht. Verstehst du, wenn es eine alte Ranzkarre ist? Aber es ist einfach schweinegeil, wenn das Ding anfängt zu orgeln und über 5000 dreht. Da macht der V10 einfach richtig Bock, ne? Da kriege ich ja wirklich Gänsehaut, ne? Ja, ja. Cool, ne? Das war schon krass gerade. Also, Alter. Ja, ich wollte, was auf meinen Plan war jetzt. Und das ist auch denen ihre Idee, was die immer so haben. Die wollen immer ganz gerne, dass du mehrere Autos kaufst und dann kriegst du halt einen guten Discount. Mhm. So, wenn du jetzt aber nur eine Karre mitnimmst, lohnt sich das Shipping nie. Du brauchst also mindestens ein zweites, sonst lohnt sich es einfach nie. Klar, sonst kannst du den irgendwo mit beipacken, das geht auch. Also sprich, der geht dann irgendwo in den Container mit hinein. Ne? Siehst halt in den Spiegeln auch nichts, Alter. Das ist wirklich das Vorletzte. Das ist krass mit den getönten Scheiben. Also ohne Scheiß jetzt. Und das ist für mich der Unterschied zu dieser Japan-Geschichte, weil dort fährst du keine Autoprobe. Nee. Der linke Spiegel geht nicht nach oben zu verstellen. Ich glaube, der hängt. Fenster, muss man auch nochmal gucken, ob die gehen. Ich sehe hier einfach nothing, Kunde. So, Rollo hinten. Okay. Lassen wir mal lieber in Ruhe. Das gibt gerade einen Geist auf. Das wird nicht mehr lange machen, das Ding. Das ist gerade am Sterben. Also es ist wirklich, macht Spaß. Da kann ich ein Turbozahler wirklich verstehen. Das ist halt ein geiles Auto. Weil es einfach ein geiles Auto ist. Aber ich glaube, also so vom Gefühl her steht er hier gut im Futter, der Kamerad. Ne? Mhm.
Ja, würde ich auch sagen. Ja. Ja, also wenn wir jetzt mal hier so kurz reinlatschen in den Karton. Hätte ich so nicht erwartet, ehrlich gesagt. Oh, Alter. Der Schaltvorgang war ein bisschen sehr hart. Ja, denkst du? I have to check it one more time, please. The gear change was very hard. Der haut die Gänge dann schon rein, ne, wenn du in der schnellsten Schaltphase bist, aber so ja. Extrem, dass du quasi durch die Karre fliegst, würde ich sagen, nein. Also das könnte natürlich sein, dass das SMG mal, also die Kupplung neu angelandet werden muss, der ganze Scheiß. Ne? Ja. Ölwechsel, weiß der Geier was, oder die Kupplung müde ist. Das müsste man auslesen, wenn es jetzt halt so geht. Kann natürlich sein, dass der jetzt das erste Mal wieder Feuer gekriegt hat seit ein paar Jahren. Also warm ist das Ding auf jeden Fall. Getriebe sollte auch warm sein. Wir haben schon über 110 Grad Öl, nur mal so am Rand, und haben da gar nichts gemacht, groß. Das ist halt Dubai hier, ne? Also ganz ehrlich, also ein Auto, was für den Heißlandmarkt produziert wurde, kann das ab. Die haben andere Kühler, die haben teilweise anderes Kühlmittel, die haben leistungsstärkere Klimaanlagen, ne? Die haben teilweise wirklich auch andere Öle drin, damit die eben diese Hitzen abkönnen. Aber so mit dem europäischen Auto oder Japan-Car hier monatelang durch die Wüste fahren und den dann richtig ficken, auf Deutsch gesagt, oder richtig Wolle nehmen, ich glaube, that's not good. Ne? So, ich will hier noch einmal kurz durchschalten, zumindest mal von der 1 in die 2. Weiß ich nicht. Schaltet ein bisschen sehr hart. Ihr könnt es ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Wenn der Preis okay ist, dann kannst du es machen. Aber aktuell sehe ich da noch nicht so viel Potenzial. Ganz ehrlich. Kommt noch einer? Ja. It's free? Ja. Ja, wenn du hier mit irgendeinem zusammen kollidierst, das werde ich jetzt lieber nie rausfinden, was dann passiert. Dann muss ich es kaufen, das Ding. Ja, wir mussten einen M5 importieren. Genau, wir mussten einen M5 importieren. Ich sehe schon den Titel. Aber das ist wirklich, ganz ehrlich, diese Seitenscheiben, dass sie getönt sind, ich verstehe das wegen der Temperatur, dass es vielleicht eine Nuance ausmacht, aber es fährt sich komplett scheiße damit. Gucken wir nochmal schnell von außen uns das Ding an, machen mal Federspeicher, hören nochmal kurz, wie es soundet, das Ding. Ist gut. So, automatischer Suchlauf, jetzt machen wir das ganze Spiel nochmal, wir machen mal aus. Jetzt ist die Abkontrolle wieder an. Also da scheint auf jeden Fall auch ein Problem da zu sein. Und wir haben Fehler in der Motorelektronik. Digitale Motorelektronik, Anpassung der Kraftstoffdruckregelung. Also da kann halt sein, dass eine Pumpe müde ist. Ne? Der hat ja mehrere Pumpen, der Kollege. Der hat eine für den unteren Drehzahlbereich und glaube ich eine, die dann fördert im oberen Drehzahlbereich. Okay. Da kann natürlich sein, dass der eine müde ist oder nie arbeitet. Geht nicht raus. Sitzmodulfahrer hat einen Fehler drin. Das könnte die ABEC-Geschichte erklären. So, und dann halt das Heizungsmodul ist immer noch als Fehler drin hier. Ne? Also integrierte automatische Heizung, SI, IHK, A. Was haben wir? Japan-Import, Historie quasi unklar, in der Nachlackierung auf jeden Fall auf dem rechten Seitenteil. Scheinwerfer sind umzubauen oder instand zu setzen. Import lohnt am Ende, kommt jetzt auf den Preis drauf an, aber ich denke nie, dass wir das zusammen finden. Ne? Ich sag ganz gerade raus, für das Ding jetzt hier netto im EK vielleicht 12,5 bis 13. Weil du musst 2.500 Euro für Shipping rechnen, das kommt oben drauf, plus 10%, plus 19%, plus Auspacken im Hafen, plus TÜV, plus Umbau. Alles in allem bis das ein ordentliches Auto ist mit frischen Reifen, Bremse angucken. Wir haben noch nicht mal die Bremse angeguckt, also das sind alles so Sachen, die noch oben drauf kommen. Service machen vielleicht, sagt er ja auch, dass er den haben will. Sind wir bei 25 easy, ganz easy. Und beim M5 sind 5.000 Euro einfach nichts. Das ist das Problem. Ja, wenn dann irgendwas ist, Lagerschalen, whatever, weißt du ja auch nicht, ja, wie der Stand da ist. Ja gut, kriegst du jetzt auch so, vielleicht im Ölfilter, kannst du untersuchen, aufschneiden, gucken, wie der Abrieb ist. Da können wir vielleicht so ein bisschen einen Indikator darauf ableiten. Aber genau rausfinden wirst du es erst, wenn du es auseinanderbaust. Deswegen Finger weg vom M5. Hätte sein können, dass das Ding passt, aber ich glaube, preislich ist das einfach, wird das nicht. Weil er stellt sich jetzt 20.000 Euro vor, netto. Also auf jeden Fall jetzt Folgendes, wir gehen jetzt mal ins Gespräch mit dem Verkäufer. Ja. Ich kenne ja schon den, seine Sprüche, Brother. I give you a good price. I give you a very good price. Das ist ein Kunde. So wird es laufen jetzt gleich. Das wirst du sehen. So, jetzt haben wir hier eigentlich damals in meiner Zeit im Start im Autohandel den Dauerbrenner Renner. Der sieht auch wirklich noch gut aus, muss man jetzt einfach mal so sagen. Hier ist hier vorne die Stoßstange ein bisschen gerissen. W210 430er V8 Kunde. Was hat denn der runter? 89.000 Kilometer. Es sind 47 Grad. Willkommen in Dubai. Sieht aber echt gut aus dem Leder und so weiter. Ja, geil. Zustand ist wirklich cool. Aber jetzt ein einzelnes Auto zu importieren, es lohnt sich nicht, Kunde. Den gab es auch mit Sitzklima. Ansonsten ist das Ding eigentlich bis auf AMG-Paket recht voll. Ne? Standheizung noch, oder? Standheizung hätte es auch noch gegeben, richtig. So, aber
jetzt Bock, den zu importieren, habe ich jetzt eigentlich nicht. Dann ist vielleicht doch besser, wir suchen uns was Jüngeres irgendwie oder wir gucken nochmal bei ein, zwei anderen vorbei. Hier ist mir einfach zu viel Arbeit auch dran jetzt. Also wir sind ja keine Auto-YouTuber, die jetzt hier irgendwie auf Deutsch sagt, wie die anderen Jungs einfach den Content kaufen, damit sie dann daraus was machen können. Da habe ich jetzt einfach keinen Bock drauf, da jetzt auf Krampf irgendwas zu kaufen und ich denke, das ist die sinnvollste Entscheidung. Da wir auch noch ein paar andere Sachen jetzt hier im Petto haben, ist es jetzt Quatsch, jetzt hier irgendwie sich was anzulachen, was da am Ende, was am Ende nur nervt und dann monatelang hinterm Haus steht und nichts damit passiert. So, Freunde, ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, die Videoreihe aus Dubai gefällt euch gut. Wenn das der Fall ist, dann bitte vergesst nicht zu kommentieren, zu liken und zu abonnieren, weil nur dann seid ihr im nächsten Video mit dabei. Ich freue mich auf euch, hoffe euch bald hier wiederzusehen auf dem Kanal. Bis bald, euer Enrico. Tschüss, tschüss.